Teil 2 unserer Kurzfilmreihe über das Lohnunternehmen Strobel Agrar aus München. Im ersten Teil haben wir den Betrieb bei der Frühjahrsarbeit, dem ersten Grünfutterschnitt und im Baustelleneinsatz begleitet. Die Nicht-Agrarsparte, zu der auch der Kommunalbereich zählt, trägt in etwa 50% zum Gesamtumsatz des Lohnbetriebs bei und ist dementsprechend maschinen- und personalintensiv. Die Aufträge für die 6 Erdmulden, die Strobel Agrar mittlerweile im Fuhrpark hat, kommen in der Regel von den rund um München tätigen Bauunternehmern. Genauso wie in der Landwirtschaft sind auch hier spontane, kurzfristige Aufträge keine Seltenheit. Gerade auf Straßenbaustellen wird zudem oftmals nachts gearbeitet. Eines der größten Bauprojekte, für das Strobel bei der Erdbewegung mit bis zu 5 Tandem- und Tridem-Mulden tätig ist, läuft bereits 2,5 Jahre. Auf dieser 33 Hektar Großbaustelle im Münchner Stadtteil Pasing weicht ein ehemaliges Gewerbegebiet und macht Platz für 2400 Wohnungen. Fast 1 Million Kubikmeter Material hat das Team von Strobel Agrar bereits bewegt. Der Fendt 724 Vario, den Mitarbeiter Michael heute lenkt, kommt vor der Tridem-Mulde ganz schön ins Schwitzen. Nur in einigermaßen ebenem Gelände lässt sich diese Kombination so einsetzen. Bei der Strohbergung wird das Team von Strobel Agrar gleich zu Beginn der Kampagne mächtig ausgebremst. Auf dem Betriebsgelände steht die abgebrannte Krone Big Pack. Es hätte die 4. Saison für die Multibale-Quaderballenpresse mit Vorbauhäcksler werden sollen. Bei einem der ersten Kunden löste vermutlich ein Defekt an der Elektronik einen Brand aus, der schließlich die gesamte Maschine zerstörte. Am Traktor entstand ein Schaden von 80.000 Euro. Zwar übernimmt die Versicherung den Schaden, doch nur durch die schnelle und unkomplizierte Unterstützung mit einer Ersatzpresse durch den Landmaschinenhändler Gruma gelang es, die Strohbergung mit voller Kapazität weiterzuführen. Quader Strohballen presst Strobel Agrar pro Saison. 3000 Ballen werden mit einer Big Pack und Vorbauhäcksler gepresst. Vor allem für die Einstreu sind diese sehr gefragt. Spektakulär sind diese Aufnahmen bei einem Kunden in der Nähe von Odelzhausen an der Autobahn 8 zwischen München und Augsburg. Einzig die dezente Rauchwolke signalisiert, dass der Fendt Favorit 926 Vario vor der Ballenpresse seine vollen 260 PS plus ein bisschen Motortuning voll einsetzen muss. Auf diesem langen Stoppelfeld sind Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 20 Kilometern pro Stunde in der Spitze möglich. Mitarbeiter Wolfi verlangt dem 926 alles ab. Der Spritverbrauch beim Fendt, genauso wie beim JCB, liegt bei etwa 0,5 Litern Diesel pro erzeugtem Quaderballen. Organisiert werden auch die Aufträge in der Strohbergung mittels Tablet und der Software Agrarmonitor von Betrico. Viele Kundenflächen sind schon in der Software hinterlegt. Das erleichtert auch die Navigation der Fahrer und die spätere Rechnungsstellung. Der Chef selber, Dominik Strobel, steuert heute den Fasttrack. Auf dem Feld fehlt dem JCB vor der Quaderballenpresse an der Zapfwelle ein wenig die Puste. Bei den zahlreichen Straßenfahrten während der Strohbergung im Umkreis von bis zu 100 Kilometern ist er dafür gegenüber den anderen Schleppern schneller unterwegs.
Die Getreideernte 2017 verlief im Einzugsgebiet von Strobel Agrar zufriedenstellend. Von den Wetterkapriolen blieben die Landwirte auch in diesem Jahr aber nicht verschont. Die MAN-Zugmaschine von Strobel Agrar läuft im Sommer häufig in der Getreideabfuhr und unterstützt dabei befreundete Lohnunternehmer und Agrarbetriebe. Mit den beiden 18-Tonnen-Kippern ein leistungsfähiges Gespann. Zusammen mit dem Lohnunternehmen Gruber aus Nördlingen wurde dieses Hako Multicar mit einem Wassertank und hydraulisch steuerbarem Bewässerungsarm umgerüstet. Ursprünglich war das Fahrzeug nur für den Winterdienst gedacht. Die Bewässerungsaufträge bei der Stadt München laufen im Sommer fast täglich, was die Einsatzzeiten des Multicar enorm ausgedehnt hat. Früher waren zwei Mann, ein Schlepper und ein Güllefass für diese Arbeit abgestellt. Heute kann ein Mitarbeiter alleine die Ausbringung von rund 7000 Kubikmetern Bewässerungswasser jährlich durchführen. Nachdem die Mähdrescher die Felder geräumt haben, ist Platz für den Class Xerion 3800. 40% der jährlichen Gülleausbringung erfolgt bei dem Selbstfahrer nach der Getreideernte. Insgesamt bringt es das Fahrzeug im Lohnunternehmen auf eine jährliche Leistung von 750 Betriebsstunden. Für diesen Einsatzzweck bietet sich die 6 Meter Amazone Katros Kurzscheibenegge an. Bis zu maximal 12 cm Tiefe wird gearbeitet. Ausgebracht werden im Durchschnitt 25 Kubikmeter pro Hektar. Mit dem Lena Aufbaustreuer wird gleichzeitig ein Zwischenfruchtgemenge aus Phacelia und verschiedenen Kleearten ausgesät. Florian saß auch schon bei unserem Besuch im Frühjahr auf dem Fahrersitz des Xerion. Er beherrscht die Arbeit mit dem Selbstfahrer aus dem FF. Im Frühjahr haben wir den Xerion bereits mit dem 10 Meter Schleppschlauch gezeigt. Fürs Grünland steht ein 8 Meter Duport Schlitzgerät bereit. Zur Saison 2018 investiert Strobel Agrar noch in ein 15 Meter Schleppschuhgestänge. 5 Zubringer sorgen dafür, dass Florian mit seinem Xerion nicht zum Stehen kommt. Aufgrund der teilweise sehr großen Transportentfernungen läuft auch der MAN Agroschlepper mit in der Kolonne. 9 Kubikmeter passen in den Aufbautank, der teilweise selber konstruiert wurde. Zusammen mit dem angehängten Tankwagen nimmt der Zug 30 Kubikmeter Gülle mit. Der MAN Agroschlepper stammt vom Nutzfahrzeugumbauer Toni Maurer. Die Allradzugmaschine hat 480 PS und ist für den Agrareinsatz speziell bereift. Wir werden dieses Fahrzeug vor einer Maisballenpresse im Herbst im dritten Teil unserer Kurzfilmreihe über das Lohnunternehmen Strobel Agrar noch einmal wieder im Einsatz sehen. Ihr wollt mehr über Strobel Agrar erfahren, euch vielleicht als Fahrer bewerben? Dann besucht die Internetseite des Betriebs unter www.strobelagrar.de. Passende Fotogalerien zu unseren Filmdrehs findet ihr in der Mediathek auf landtechnikvideos.de. Verpasst nicht den dritten Teil unserer Kurzfilmreihe und abonniert unseren Kanal landtechnikvideos.de hier auf YouTube.